Wir sind André und Laura, zwei Vanlifer, die seit 2019 in Europa unterwegs sind. Diese Woche fing ruhig an, ist dafür aber umso spektakulärer geendet. Wir haben nur 500 Meter von der russischen Grenze entfernt wild lebende Bären gesehen. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind jetzt in die nächstgrößere Stadt gefahren, und zwar nach Kajaani. Die liegt am zweitgrößten See Finnlands. Und wir wollen ein paar Erledigungen machen. Unter anderem wollen wir zu einem Optiker. Meine Brille, die ist in gar keinem guten Zustand. Wir wollen mal gucken, ob mit den Gläsern irgendwas machbar ist, damit ich da wieder vernünftig durchgucken kann. Und ansonsten schauen wir mal. Ich glaube, so viel gibt es hier nicht. Also, wir nehmen euch mit. Und obwohl wir finnische Städte meistens nicht ganz so schön finden, weil die einfach sehr russisch geprägt sind mit viel Plattenbau und so weiter, ist einfach in jeder Stadt trotzdem die Lebensqualität so hoch. Ich meine, hier ist direkt der See, es gibt überall Radwege, ist einfach total schön und auch irgendwie einfach voll lebenswert, weil einfach so die Aktivitäten da sind, die man machen kann. Macht das Sinn? Wahrscheinlich ja, nicht. Naja. Okay, das wollte ich nur kurz sagen. Hallo! Na? 3 Stunden später. Oh, Leute. Oh nein, Luna. Oh, Luna hat einen Wasserschaden angerichtet. Also, oh Gott. Die erste Frau, die da erst alleine war, konnte kein Englisch. Dann war da eine andere, die Englisch konnte, aber eine Kundin hatte, die irgendwie 15 Brillen gekauft hat, gefühlt. Und dann war noch eine, die konnte gebrochenes Englisch. Also eigentlich konnten wir uns ganz gut verständigen. Die hat dann nochmal einen Sehtest gemacht. Und ja, ich habe mir jetzt eine neue Brille ausgesucht, weil das relativ günstig war. Ich muss jetzt ein bisschen draufzahlen, weil ich hasse es immer. Ich habe eine relativ starke Hornhautverkrümmung. Darum müssen die Gläser dann immer ein bisschen dünner sein, damit die Brille nicht so schwer ist. Ich habe jetzt 159 gezahlt. Und ich habe extra jetzt, war ich bei einer Optikerkette, die senden uns das nach Rovaniemi. Das heißt, wir können weiterfahren und es dann dort abholen in 1 bis 2 Wochen. Ich will noch mal ganz kurz betonen, was diese Brille hier alles in den letzten 3 Jahren mitgemacht hat. Und zwar ganz am Anfang der Reise hatte ich sie so auf dem Kopf, habe ein Foto gemacht, dann ist sie mir hinten runtergefallen auf Steine. Da hatte ich schon die ersten kleinen Macken drin. Da war ich sehr außer mir und die Brille war sonst so, hatte gar nichts und ich dachte mir so, scheiße, ich kann nichts mehr sehen. Wenn ich gewusst hätte, dass 2 Jahre später das so aussieht. Naja, dann war der Bügel 2-mal komplett nach oben gebogen, weil André sich mit seinem Po drüber gerollt hat. Und einmal ist irgendwie der Bügel abgebrochen auf Mallorca. Ich weiß nicht mal, wie das passiert ist. Auf einmal war der Bügel ab. Dann sind wir in ungelogen 10 Optiker gegangen, bis uns irgendwer das reparieren konnte. Und wie diese Gläser so geworden sind, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Also vielen Dank, liebe Brille. Du hast sehr viel durchgemacht, aber es ist wirklich Zeit für dich zu gehen. So, und jetzt gehen wir noch zu Prisma. Also das ist irgendwie so ein Allesgeschäft. Wir haben irgendwie in Deutschland haben wir so eine Klappsäge gehabt und die hat uns mal jemand kaputt gemacht. Danke, Martin. Und dann hatten wir immer diese kaputte Klappsäge dabei und haben gesagt, okay, jetzt in Deutschland haben wir sie rausgeschmissen. Und wie wir jetzt letzte Woche Lagerfeuer machen wollten, haben wir so gedacht, scheiße, wir haben gar keine Säge mehr. Und wäre schon sinnvoll, hier eine zu haben. Jetzt gucken wir mal, ob wir da eine Rute finden. Und es gibt da, habe ich im Internet geguckt, so eine Sportringe, wie so eine Gymnastikringe. Und das haben wir bei anderen gesehen und wir dachten uns, vielleicht wäre das cool zum Sport machen. Also gucken wir mal, ob wir das auch hier kriegen. Willkommen in den Weiten des Prisma. Irgendwann haben wir in unserer kleinen Schwedenhütte so einen richtig coolen Hot Tub, den man hier mit Holzofen beheizt. Okay, wir sind jetzt nicht so erfolgreich gewesen, was die Säge angeht. Und die haben wir wieder zurückgelegt. Die Säge war sehr, sehr schlechte Qualität. Und diese Ringe haben wir uns doch dagegen entschieden, weil wir es wahrscheinlich nicht wirklich machen. Aber wir haben jetzt so eine Bänder.
Dann will André mal mit mir Sport machen, ne? Sagst du es nochmal? Sag's. Vielleicht. Jetzt gibt's erstmal Lakritz-Eis. Ja, toll. So, ich konnte jetzt an der Zimtschnecke nicht vorbeigehen. Und André hat sich ein Lakritz-Eis geholt. Gut. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf Lakritz-Eis stehe. Aber irgendwie hat das Spaß. Das ist schon cool, ja. Aber weil das auch so fruchtig ist. Gut, so richtig viel gefilmt haben wir hier nicht an dem Platz, weil wir sind gestern hier angekommen und wir haben nichts gemacht, weil es fing dann auch an so eklig zu nieseln und zu regnen und es nieselt jetzt auch so. Es ist richtig olles Wetter hier geworden auf einmal. Die Kälte ist, nee, die Wärme ist komplett weg. Es ist richtig kühl geworden draußen, aber naja, so ist das hier nun mal im Norden. Ne? Es ist, glaube ich, jetzt eigentlich so ein typischer Sommer, so wie es jetzt gerade ist, aber es soll die Tage auch wieder ein bisschen schöner werden. Gucken wir mal, wir wollen jetzt auf einen Campingplatz fahren, weil wir mal wieder so ein bisschen waschen müssen. Wir wollen jetzt mal wieder duschen. Was wollen wir noch alles machen? In die Sauna. Sauna. Der hat bestimmt eine Sauna, der Campingplatz. Weil es ist schon echt ganz schön tristes Wetter. Und dann sehen wir uns auf dem Campingplatz wieder. So, okay, wir sind jetzt eingecheckt. Für eine Nacht haben wir jetzt 24 Euro gezahlt und wir kriegen Platz direkt am See. Also ich glaube, es ist schon ein ziemlich schöner Platz, den wir... Ich weiß gar nicht, warum alle da hinten stehen. Wir nehmen den Seeplatz und es gibt eine Waschmaschine, die ist aber scheinbar gerade lange belegt. Also müssen wir nachher nochmal fragen. Wir müssen halt unbedingt waschen. Darum sind wir eigentlich hauptsächlich hier. Ich hoffe, das klappt noch. Ja, aber passt schon. So, wir haben jetzt einen Platz komplett mit Seeblick. Hinten raus. Zur Seite und hier bin ich. Und da hinten ist eine Sauna. Mal gucken, ob die im Preis inbegriffen ist. Oh, wenn nicht, zahle ich dafür heute. Ich will heute unbedingt in die Sauna. Es ist so ungemütlich heute irgendwie. Ja, würde schon schön sein in der Sauna. Ja, und man kann sich hier auch so kleine Hütten mieten. Also es ist echt ein süßer Campingplatz. Ja. Wir waren gerade noch mal kurz an der Rezeption und wir haben uns für eine Stunde nachher die Sauna gebucht. Von 7 bis 8, ne? Ja. Und das ist direkt diese Seesauna. Das hat 30 Euro jetzt gekostet und ich finde es eigentlich voll okay, es sind 15 Euro pro Person. Und ja, wir haben uns halt gesagt, wir wollen jetzt auch öfter mal sowas halt einfach machen, weil man die Einheimischen unterstützt, weil es einfach ein schönes Erlebnis ist. Ja. Also es gab auch eine kostenlose Sauna, die ist dann irgendwie zwischen, was, 6 und 8 oder so. Aber die ist dann halt immer getrennt, ne, hier in Finnland. Und das ist dann auch blöd, wenn ich mit Laura nicht zusammen reingehen kann. Und so ist eigentlich ganz schön. Vor allem ist es wirklich so richtig... So gemütliches Wetter und wenn man dann in der Sauna sitzt, ist bestimmt voll schön. Ja. Ich bin fertig und zwar für die, die es nicht wissen, ich habe halt einen Bullet Journal. Das ist ein Leuchtturm 1917 mit gepunkteten Seiten und da trage ich mir, also ich mache mir einfach jeden Monat so meinen eigenen Kalender daraus und ich fange mal an mit einmal der Startseite quasi für den Monat. Dann habe ich einmal eine Monatsübersicht, wo ich schon ja, Termine oder Geburtstage eintrage, die ich schon kenne. Dann einmal eine Ausgabenübersicht von unseren privaten Ausgaben, damit wir das einfach im Blick behalten. Und dann kommen hier die Wochenübersichten, wo ich halt dann einfach Tag für Tag To-Dos und Termine eintrage. So, wir waren jetzt gerade noch mal kurz an der Rezeption. Die Waschmaschine wird erst morgen wieder frei. Ich hoffe, da klappt dann alles, weil wir müssen unbedingt waschen. Das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum wir auf dem Campingplatz sind. Genau, das ist der einzige Grund, warum wir eigentlich wirklich hier sind. Aber ja, ich dachte, ich mache jetzt Karottenlachs. Habe ich erst einmal gemacht auf Mallorca. Und jetzt mache ich es nochmal. Wir sind schließlich hier in Finnland, ne? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wir sind so früh hier angekommen. Und ich dachte, es wird so ein Waschmarathon, aber wird es halt irgendwie nicht. André ist gerade hier am Arbeiten. So sieht Andres Büro aus.
Könnte schlimmer sein, oder? So, wir haben uns gerade den Schlüssel abgeholt für die Sauna und jetzt geht's in unsere kleine private Strandsauna. Ich freue mich. Und wir haben eine kleine Diskussion, weil ich weiß nicht, ob die die schon angemacht haben oder ob wir die selbst anmachen müssen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wir gucken mal. Lost again, going back around. Dreaming on the time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. Die Stunde ist jetzt irgendwie voll schnell vergangen, voll traurig. Irgendwie waren wir nur dreimal drin und halt zwischendurch kurz im Wasser. Aber was soll's? Jetzt sind wir schön eingekuschelt, bringen den Schlüssel zurück und dann ist auch schon fast wieder Bettzeit, ne? Das ist noch 8. Hä? Dein Dödel sieht lustig aus. Mein Dödel? Okay, den Sonnenuntergang mussten wir euch doch nochmal zeigen. Und während ich jetzt hier gerade den Sonnenuntergang gefilmt habe, ist Laura hier drin ganz fleißig und backt Bananenbrot. Machst du echt noch ein Bananenbrot? Ja. Was ich finde, ist es um 10? Nach 10. Ja, nach 10. Na gut, aber wir sehen uns morgen erst wieder, oder? Oh Gott, du filmst ja noch mich. Ja. Gute Nacht, bis morgen. Kurze Unterbrechung und ein großes Dankeschön an Surfshark fürs Sponsoren dieses Videos. Nicht nur dafür, dass sie unsere Reise unterstützen, sondern auch dafür, dass sie mittlerweile seit mehreren Monaten unsere Daten im Internet via VPN schützen. VPN steht für Virtual Private Network und verschlüsselt alle Informationen, die zwischen unseren Geräten und dem Internet gesendet werden. So kommt niemand an unsere persönlichen Daten, egal wo und in welchem WLAN-Netz wir uns gerade sonst wo auf der Welt aufhalten. Das ist besonders für mich wichtig, weil ich ja von unterwegs für externe Kunden arbeite und wir eben sonst auch unser komplettes Online-Banking von unterwegs machen. Das ist aber nicht alles, wofür man ein VPN benutzen kann. Mit Surfshark kann man den virtuellen Standort seines Computers ändern und so auf exklusive Inhalte aus anderen Ländern zugreifen, wie zum Beispiel Netflix-Bibliotheken oder YouTube-Videos. Und das war bei uns besonders cool, weil wir in unserer Deutschlandpause öfter mal Bob Ross-Videos abends gucken wollten, die in Deutschland aber gesperrt sind. So konnten wir unseren VPN einfach auf die USA umstellen und konnten dann ohne Happy Little Accidents Bob Ross-Videos schauen. We don't make mistakes. We have happy accidents. Für alle, die noch kein VPN haben, können wir Surfshark wärmstens empfehlen. Ein Account kann auf beliebig vielen Geräten verwendet werden und mit dem Code OSCAR erhaltet ihr 83% plus zusätzlich 3 Monate for free. Mehr Informationen findet ihr unten in der Infobox und jetzt geht's weiter mit dem Video. Wir sind frisch geduscht. Heute ist so richtig dieser Campingplatztag, wo wir eigentlich gar nicht so viel Zeit haben, weil nachher müssen wir wo sein. Und jetzt trocknet die Wäsche draußen, ist zum Glück sehr windig. Wir sind frisch geduscht. Und jetzt essen wir hier diesen Karottenlachs erstmal, den ich gestern vorbereitet habe. Und ja, das machen wir jetzt mal. Dann müssen wir schon gleich los. Ja, wir müssen eigentlich so, wann denn eigentlich? Um 2 spätestens. Ja, in 45 Minuten müssen wir los. Ich hoffe, die Sachen sind bis dahin getrocknet. So, das lag jetzt über Nacht und jetzt können wir es probieren. So sieht das aus. Mmh. 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 Mmh.
Okay, die Wäsche hier ist abgehangen. Wir haben vorne auf der Wäschespinne noch welche. Wir fahren jetzt aber erstmal nach vorne, dass ich die Wäsche abhängen kann und André kann dann so lange Tanks ausleeren und Wasser auffüllen. Und wir müssen los in vor 3 Minuten. So, wir sind fertig. Gut, ist jetzt 14.20 Uhr. Aber da sind wir und wir fahren jetzt dahin 124 Kilometer. Und zwar ist das mega dicht an der russischen Grenze. Also das sind, glaube ich, gefühlt nur ein paar Kilometer noch. Und da haben wir heute mal was vor, was ich schon ewig wirklich auf dieser Reise machen wollte. Also wirklich schon von Anfang an, oder? Laura ist jetzt gerade ein bisschen sauer auf mich, weil das Wasser auf. Lach nicht. Ich könnte dich gerade links und rechts boxen. Ich habe ausgesehen. Na, ich erzähl. Ich habe diesen scheiß Schlauch gehalten und André geht nach hinten, um es zuzumachen. Macht er das Wasser aus, ich heb den Schlauch raus, weil wir fertig sind. Dann macht er dieses scheiß Wasser wieder an und ja, weil spritzt ich überall nicht war, hin. Ich wusste nicht, dass das aus war. Ich habe gedacht, es kommt vielleicht noch. Ich habe gedacht, dass ich in die falsche Richtung gedreht habe. Ja, jedenfalls ist es was ich mir schon von Anfang an auf der Reise mal gewünscht habe zu sehen. Und jetzt machen wir es hier in Finnland. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was es ist. Vielleicht haben wir es auch schon im Titel des Videos zu stehen. Mal gucken. Aber da fahren wir jetzt erstmal hin und wir sehen uns dann gleich da. Ich glaube, man sieht noch nichts im Hintergrund. Wir sind wirklich mitten in der finnischen Pampa, ganz nah der russischen Grenze. Und zwar machen wir eine Bärentour, eine geführte. Die haben wir uns gebucht mit, wir haben ihn gerade schon kennengelernt. Das ist anscheinend ein Deutscher, ne? Der das macht. Wir fahren jetzt gleich irgendwie mit 9 weiteren, nee, also wir sind insgesamt 9, fahren wir gleich irgendwie in den Wald, müssen dann irgendwo hinlaufen und da ist dann eine Beobachtungshütte und da werden wir den Abend verbringen und warten, dass da Bären auftauchen. Braunbären, mega, oh, ich freue mich richtig. Und du? Ja, ich bin gerade noch ein bisschen, es war jetzt so stressig. Ja, aber oh, mega. Aber es wird bestimmt cool. Ich freue mich schon. Okay, wir sind jetzt bestimmt nochmal. Wie viele Kilometer waren es? 5? Bestimmt 5, oder? 5 oder 10 Kilometer nochmal durch den Wald gefahren. Wir sind weiter an die russische Grenze gefahren. Und jetzt sind wir wirklich im Nirgendwo. Wir mussten hier durch eine Schranke durchfahren. Also. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow. Okay, wir sind jetzt in der Hütte angekommen. Und hier gibt es so kleine Ausgucke. Und hier können wir jetzt wohl den Abend verbringen, ne? Ja. Thank you.
Wir essen gerade unsere Reste von gestern. Wir sind schon ungefähr 3 Stunden hier. Und es sind gerade alle Bären weg. Bubblegum fights on the third floor. Comedy specials at 8. Fishing rod in the quiet field. The wood I caught wouldn't be big enough for you and I. Say I did. Okay, die Sonne ist jetzt am Untergehen. Wir haben jetzt die Hütte verlassen. Es kamen jetzt zum Ende auch noch mal ein paar. Und jetzt laufen wir hier einfach durch das Bärengebiet, wo gerade noch die ganzen Bären lang gelaufen sind. Und ich laufe ganz vorne alleine. Alle sind hinter mir. Ja. Also wenn mich einer haben will, dann kriegt er mich zuerst. Aber es war ziemlich cool, aber wir wollen dazu gleich noch was sagen, wenn wir zurück am Auto sind, oder? Oder morgen, mal gucken. Oder morgen, gucken, je nachdem, wie wir jetzt noch draußen sind. Wir müssen auch noch einen Schlafplatz für heute Nacht suchen. Ja, wir sehen uns dann entweder später oder morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie versprochen, melden wir uns heute nochmal. Genau, wir wollten nochmal was zu... Ja, gestern sagen, zu der Bärentour, die wir gemacht haben. Ja, wo fangen wir an? Also wir sind sehr gespalten, was das angeht. Und zwar waren wir wahrscheinlich ein klein bisschen naiv, weil wir dachten, dass da einfach eventuell Bären langlaufen, weil das, keine Ahnung, deren Gebiet ist. Oder man halt dann am Ende Pech hat und keine Bären sieht. Ja. Und wir haben auch extra eine Tour gebucht, wo, also es gab eine andere Tour zum Beispiel, da stand, wenn keine Bären kommen, dann wird Lachs ausgeworfen, damit sie kommen. Und wir haben uns extra dagegen entschieden, diese Tour zu buchen, sondern haben eine andere Tour gebucht, da stand halt nichts davon, dass sie gefüttert werden. Und stellt sich heraus, die wurden Bären gefüttert. Wurden gefüttert. Genau, am Anfang sah es noch nicht so aus, weil so irgendwie die erste halbe, dreiviertel Stunde war halt nichts. Und dann habe ich schon so gedacht, oh Mist, was ist denn eigentlich, wenn heute keine Bären kommen? Das wäre ja voll schade. Aber da habe ich halt überhaupt nicht dran gedacht, dass die hier angelockt werden irgendwie. Und ja das ist irgendwie... Wir haben dann die ganze Zeit gedacht, wir saßen dann da die ganze Zeit und dachten, haben halt irgendwie drüber nachgedacht, beide unabhängig voneinander. Und es war halt vielleicht ein bisschen naiv zu denken, dass man sich da einfach hinsetzt und die kommen. Und ich meine, klar, es ist kein Zoo, wo die Tiere eingesperrt werden. Es ist auch kein Zirkus, wo die Tiere gequält werden. Sie sind halt in ihrer freien Wildbahn und man sitzt da und ganz leise und beobachtet die, aber trotzdem ist es halt ein Eingriff in die natürliche Umgebung des Bären. Ja. Und irgendwie lockt man sie ja an und gewöhnt sie dadurch an die Menschen, ne? Weil klar haben die uns gesehen und uns gerochen und uns gehört, weil man unterhält sich halt auch da drinnen und ja, irgendwie, wie gesagt, wir sind sehr zwiegespalten. Ja, hätten wir es im Vorhinein gewusst, hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht. Ja. Hätten wir gewusst, dass sie angelockt werden, hätten wir es nicht gemacht, weil wir das dann nicht unterstützen wollten. Ja, ich kam mir halt dann auch so dumm vor, weil der Führer oder der Mann, der das da betreibt, der saß halt neben mir und dann habe ich halt auch gefragt, so, ja, und warum kommen die jetzt genau hier lang? Weil ich halt dachte, vielleicht haben die auch so ihre Routen oder so. Und der dann so, naja, weil da Futter liegt. Und ich dachte mir so, okay, sorry. Ja. Ich dachte halt, dass es einfach nicht so ist. Ja, und letztendlich kamen ungefähr so, also so ganz grob waren es schon 20 Bären, ne? Ja, 20, ich meine, die Bären kamen auch noch, nachdem das leer war, das Futter. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das alles artgerechtes Futter und so ist. Aber trotzdem, ja. Ich meine, es auf der anderen Seite, die wurden auch nicht irgendwie in Städtenähe oder so. Also es war wirklich im... absolut nirgendwo, dieser Ort. Irgendwie 500 Meter von der russischen Grenze oder so. Mhm. Also es ist nicht so, dass die irgendwie in Richtung Städte oder so gelockt wurden. Aber ja, trotzdem, es war halt, im Endeffekt war es halt ein Eingriff ins Ökosystem, um uns Menschen irgendwie zu bespaßen. Ja. Und das ist halt eigentlich was wir nicht unterstützen wollen. Und wir erzählen das jetzt einfach, weil wir es nicht besser wussten und wir jetzt einen Fehler
Fehler gemacht haben. Ja. Und dann könnt ihr vielleicht reflektierter so eine Entscheidung treffen. Genau, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr da drüber denkt. Wie sind eure Gedanken dazu? Und sonst war es das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würden wir uns freuen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao, ciao. Da will jemand Aufmerksamkeit, ha? Luni? Willst du Aufmerksamkeit? Oh, Mausi.